Hessen-Pokal, Achtelfinale, Sportpark Neu-Isenburg. Die Spielvereinigung 03 empfängt den KSV Hessen-Kassel. Die Gäste aus Kassel natürlich favorisiert von 2006 bis 2018 in der Regionalliga. Letztes Jahr dann der Abstieg. Bei den Gastgebern liegt der Fokus auf US-Topstürmer Carlos McCrary. 6 Tore hat der Mann aus Georgia bereits gemacht. Die Gäste aus Kassel in den schwarzen Trikots, 23. Spielminute, Ingmar Merle 0-1. Bis dahin ist noch nicht viel passiert, ein Duell auf Augenhöhe, beide Teams nehmen sich nicht viel. Und dann dieser Angriff der Gäste, ein wunderbarer öffnender Ball auf die Außenbahn. Ingmar Merle hat viel zu viel Zeit, den Ball anzunehmen, zu kontrollieren, und dann trifft er den natürlich perfekt. 0-1, der KSV spielt hier gut auf. Trainer Peter Hoffmann sieht, seine Mannschaft hat Mühe, ins Spiel zu finden. Und die Gäste machen weiter Druck. Freistoß, wieder ist es Ingmar Merle, und da rettet der Pfosten für die Spielvereinigung. Da hätte es gut und gerne schon 2-0 stehen können, aber weiterhin nur 0-1. Was macht eigentlich Carlos McCrary? Der hält hier den Ball sehr, sehr stark, schirmt den Ball ab, legt ihn rüber. Das ist die Möglichkeit für Patrick Albert. Und der Ball geht nur Zentimeter am zweiten Pfosten vorbei. Erst nach gut einer halben Stunde hat man das Gefühl, dass die Gastgeber hier einen Schlüssel zu diesem Spiel gefunden haben. Sie beißen sich in der Hälfte des KSV fest. Der verteidigt konfus, der Ball kommt zu Julian Cicutek. 1-1, der Ausgleich. 32. Spielminute. Der Aufwand, den die Mannschaft von Peter Hoffmann betrieben hat, wird belohnt. Ein tolles Tor. Julian Cicutek war zuvor einige Monate verletzt. Heute sein erstes Spiel von Beginn an. Er zeigt, wie wichtig er für seine Mannschaft ist. Peter Hoffmann seit 16 Jahren an der Seitenlinie bei Neu-Isenburg. Angefangen hat er in der Kreisliga A, jetzt Hessenliga. Das Duell in der Liga zwischen diesen beiden Teams vor gut einem Monat konnte Hessen-Kassel für sich entscheiden. Und auch heute Abend ist der KSV die bessere Mannschaft. Der Ball rutscht durch für Ingmar Merle, in die Mitte gelegt, Jon Mogge, 1-2. Erneute Führung, nur 8 Minuten nach dem Ausgleich der Spielvereinigung. Ein toller Ball in die Tiefe. Der Ball rutscht dann durch zu Ingmar Merle. Der kann ihn sich nochmal zurechtlegen. Jon Mogge ist komplett alleine gelassen. Da sieht Jörn Kohl nicht gut aus. Zur Pause sind die mitgereisten Kasseler Fans sehr zufrieden. Rein in den zweiten Durchgang. Was hat Neu-Isenburg noch zu bieten? Eine gute Kombination über die Außenbahn. Das ist der eingewechselte Matthias Buschmann. Hat sehr viel Zeit zum Flanken in der Mitte. Marc Züger hat noch mehr Zeit und vergibt. Da war sie, die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Und den kann er schon mal machen. Hier sehen wir das nochmal. Der Ball titscht einmal auf, wunderbarer Dropkick, aber es fehlen Zentimeter. Und der KSV nutzt das natürlich auch, Sebastian Schmer. Schöner Ball raus auf die Seite und dann bekommt er ihn gleich wieder. Achtung, in der Mitte, das ist artistisch und das ist das 1-3. Jetzt machen sie es besser. Sebastian Schmer, 2012-13 Regionalligameister geworden mit dem KSV, und 2016 hat er das Tor des Monats August erzielt, und hier zeigt er einmal seine Qualität, ein tolles Tor. In der Liga hat er bereits 6-mal getroffen. 1-3. Das Spiel schien entschieden. Nochmal ein langer Ball von Marco Betz auf Carlos McCrary. Der Pfiff von Dennis Meinhardt, der Schiedsrichter aus Fulda, zeigt es deutlich an. Er wurde gestoßen, 11 Meter für die Spielvereinigung. Aus meiner Sicht kann man das auch in der Wiederholung nicht auflösen. Anyway, den Elfmeter gibt es, der Gefaulte tritt selber an. Interessanter Anlauf, Carlos McCrary an den Pfosten. Und er ist, glaube ich, selbst am meisten schockiert. Hat wirklich ein tolles Spiel gemacht, war vorne der Zielspieler, viele Bälle festgemacht, das Offensivspiel der Neu-Isenburger geprägt. Und hier hat er einfach kein Glück. Aber Carlos McCrary zeigt nochmal, was er drauf hat. Schöner Antritt, der Ball wird quergelegt. Patrick Albert, aber auf der Linie geklärt. Ganz bitter für die Spielvereinigung. Da war sie, die dicke Möglichkeit zum 2-3. Das war die letzte Aktion. Die Spielvereinigung unterliegt Hessen-Kassel mit 1-3. Die Gäste ziehen ins Viertelfinale des Hessen-Pokals ein. Und dort wartet dann kein geringerer Gegner als der SV Wien Wiesbaden.
Ja, wir wollten einen Pokalfight abliefern, ja, bis zum Schluss. Ich glaube, das hat die Mannschaft auch getan und wir sind schwer ins Spiel gekommen. Die erste Halbzeit gegen eine gut organisierte Kasseler Mannschaft. Haben dann aus einer schönen Einzelaktion dann vom Julian Šišotek das 1-1 gemacht und kriegen dann halt dummerweise dann kurz vor der Halbzeit das 1-2. Wir haben uns dann zur Halbzeit vorgenommen, wir wollen noch mutiger spielen nach vorne, noch mehr pressen und das hat die Mannschaft umgesetzt, zweite Halbzeit. Deswegen ist es umso ärgerlicher, dass wir eigentlich aus nichts das 1-3 bekommen hatten. Dann wäre es auch nochmal ein anderes Spiel geworden. Wie gesagt, meine Mannschaft da kein Vorwurf. Die haben bis zum Schluss alles gegeben. Jeder wollte da auch unbedingt eine Runde weiterkommen. Das hat man gespürt. Aber das Quäntchen halt war uns dann Kassel überlegen, dann halt in manchen Situationen, wo sie dann halt auch abgezockter waren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.